Hallo zusammen. Wunderbar, dass ihr alle hier seid, dass ihr den weiten Weg nicht gescheut habt. Ich heiße auch die Referenten alle herzlich willkommen. Unsere Referentin Jane Bürgermeister ist noch unterwegs, hat sich gemeldet, ist irgendwo im Verkehr stecken geblieben, aber wird erscheinen. Ich möchte noch sagen, dass sie trotzdem gekommen ist, obgleich ihr Vater vor 3 Tagen gestorben ist, ihr sehr hoch anzurechnen. Also wir freuen uns auf diesen heutigen Tag, ist ein besonderer Tag. Und wir haben einiges vor uns an Informationen. Ich hoffe, ihr habt große Herzen, große Beutel mitgebracht, um das alles aufzunehmen. Ich möchte von dieser 5. AZK vorweg bezeugen, dass es die wild umkämpfteste war bisher von all den 5 AZKs. Es war wie ein Wirbelwind, der losging. Es hat eine Hetze begonnen. Es haben Leute nichts Besseres zu tun gehabt, als unsere Referenten, die bereits zugesagt haben, hinter unserem Rücken anzuschreiben und anzuschreien, buchstäblich, dass sie die AZK sofort verlassen, weil sie ja hier gewissermaßen in ein gefährliches Gebiet kommen. Jetzt sehe ich, glaube ich, gerade ist die Jane Bürgermeister reingekommen, ist es richtig? Herzlich willkommen. Ich möchte einfach sagen, dass ich diese Referenten, dass wir sie als Helden empfinden. Es ist eine wirklich großartige Sache, wenn in dieser Zeit, wenn einem so viel mit Dingen gedroht wird von allen Seiten, wenn hier Menschen aufstehen und den Mut haben, dagegen zu sprechen, ist das eine wunderbare, eine gewaltige Sache. Aber ich möchte doch, weil es ein bisschen Programmänderung gegeben hat, ich möchte euch kurz sagen, wer sich zurückgezogen hat, und zwar nicht, weil sie nicht gekommen wären, einfach generell, sondern weil sie es mit der Angst zu tun bekamen. Nicht ganz alle, einer hat sich aus, wie er sagt, persönlichen Gründen zurückgezogen, aber andere, weil sie es mit der Angst zu tun bekommen haben. Und ich möchte kurz sagen, wenn sich das handelt, ist zuerst einmal der Dr. Kern, Markus Kern, aus der Allgäuer Ärztevereinigung. Er hatte fest zugesagt, über Mobilfunk uns kurz noch einen Aufruf zu geben. Dann habe ich an Professor Dr. Richter appelliert, auch von der Allgäuischen Ärztevereinigung. Er hat sich auch zurückgezogen, obgleich er der Mann war, der gesagt hat, selbst wenn ich über Mobilfunk die Menschen aufklären kann, würde ich selbst mit dem Teufel zusammenarbeiten. Habe ich mit eigenen Ohren bei einem Vortrag gehört, hat auch abgesagt. Dann ein Dr. Schorp hat abgesagt. Man hat dann die ganze Allgäuer Ärztevereinigung zurückgezogen. Wir wollen das nicht damit zu tun haben. Und ich sage es euch ganz offen, weil sie mit der Scientology nicht einverstanden sind, weil heute wir einen Scientology-Vortrag hören werden. Und so haben sie sich von der Ärztevereinigung zurückgezogen und haben dann Dr. Schorb empfohlen, der ist unabhängiger. Dieser Mann hat dann eigentlich auch recht schon zugesagt und dann doch plötzlich aus privaten Gründen wieder zurückgezogen. Dann war noch ein Dr. Wolfgang Thüne, ein diplomierter Meteorologe, der eigentlich der zweite Zeuge heute hier hätte sein sollen, zu Herr Bachmann, der den Erstling machen wird heute, zum Thema Klimalüge. Es ist der Mann, der bezeugt hat, Freispruch für CO2 als Wissenschaftler. Wie uns vielleicht aufgefallen ist, Doktor, 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 alle, die Doktortitel haben, sind jetzt ausgestiegen für diese Runde aus Angst vor Verfolgung, bis auf jemand, wie gesagt, der das nicht so bezeichnet hat, sondern aus anderen Gründen. Und das ist ihr gutes Recht. Ich möchte aber, dass ihr wisst, wie ich diesen Menschen geantwortet habe. Ich möchte euch sagen, ich habe mich nicht einfach stillschweigend zurückgezogen, wie wir das vielleicht über viele Jahre die Gewohnheit hatten. Ich habe diesen Männern gesagt, was sie jetzt gerade tun, und ich habe zuerst mal Dr. Richter, der ja sagt, er würde selbst mit dem Teufel zusammenarbeiten, wenn er nur die Menschen vor der Mobilfunkstrahlung warnen könnte. Ich habe an ihn einen Brief verfasst, den ich dann nebst persönlichen Briefen jedem einzelnen dieser Menschen, die jetzt den Rückzug geblasen haben, auch zugesandt haben. Und ich möchte, dass dieser Brief euch auch bekannt ist, dass ihr wisst, wie wir darüber denken, dass ihr wisst, was hier Sache ist, was getan, nicht getan, was gesagt und nicht gesagt wurde.
Und ich möchte, dass dieser Brief am liebsten alle Verleumder, die hinten herum nichts Besseres zu tun haben, als Dinge zu verleumden, durcheinander zu bringen, Tatsachen zu verdrehen, dass sie diesen Brief kennen. Alle Wahrheitskämpfer sollen ihn kennen, alle Medien sollen ihn kennen, auch alle Parteien, alle Verbände, auch alle Gerichte sollen ihn kennen. Ja, auch besonders alle Opfer der Zensur mögen diesen Brief kennen. Und ich möchte ihn euch darum kurz vorlesen, als meine Begrüßung an euch. Und ich hoffe, ihr könnt damit mit diesem Brief eure Stellung selber festmachen, dass ihr selber wisst, was eure Stellung ist. Bevor ich ihn lese, erinnere ich nochmal, vielleicht ist im Nachhinein irgendein Pressemann gekommen, aus welcher Presse auch immer. Wenn ihr heute da seid, ihr werdet vor jedem einzelnen Referenten werdet ihr eure Aufweisung bekommen. Ihr werdet nicht hier drin berichten, irgendetwas es sei, ihr habt den Pressekodex unterschrieben, der hinten aufliegt. Ihr werdet euren Namen aufschreiben, ihr werdet sagen, aus welcher Presse ihr kommt, und ihr werdet mit eurem eigenen Namen dafür haften, dass was ihr berichtet, dass es dem Pressekodex getreu berichtet ist, und sonst haftet ihr ganz persönlich. Ich sage das jedem Journalisten hier drin, die Zeit ist vorbei, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Ich werde euch jetzt diesen Brief vorlesen, den ich Herrn Dr. Richter geschrieben habe, und es ist euer Brief. Es ist die Stellungnahme der AZK, und damit möchte ich die AZK vor aller Welt wieder konkret rehabilitieren als das, was sie von Anfang an klipp und klar war. Also ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr Dr. Richter, wie gesagt, Ärzte, Verband, alle haben jetzt diesen Brief auch. Danke für Ihr taktvolles Schreiben vom 22.11. und so. Ich bin Ivo Sasek, der Gründer der AZK. Folgendes möchte ich noch persönlich zu bedenken geben. Wenn unser gemeinsamer Kampf gegen die Mobilfunk-Völkerplage nicht die nötige Kraft zur Durchsetzung und zum schließlichen Sieg findet, so ist die Ursache hierfür explizit in jener falschen Denkweise zu suchen, wie sie sich nun auch wieder in der Allgäuer Ärztevereinigung einschleichen konnte. Wann endlich werden wir einmal alle zu rechten Männern und hören mit jeder selbstschonerischen Kinderei auf? Dürfen sich in einer Katastrophe die Helfer einander entziehen, indem sie sich bald dieser, bald jener weigert, mit Retten anderen Hilfstrupps Schulterschluss zu zeigen, wo ein solcher sich doch als unentbehrlich gezeigt hat? Was hat nun, verdammt nochmal, das ganze Gerede und den Antisemitismus, die Schwulen oder den Feminismus hier verloren? Verstehst du, wovon ich gerade rede? Wer hat denn von Feminismus je geredet hier? Wer hat denn von Schwulen je geredet? Wer hat denn je vom Antisemitismus, über Juden oder irgendwas was gesagt? Wie kommen die darauf? Wer hat das verbreitet? Jetzt gehe ich weiter im Brief. Merken Sie denn nicht, dass da eine klassische Macht der Kräftespaltung am Werk ist? Was es jetzt hinsichtlich der Mobilfunkkatastrophe und ihrer übermächtigen Betreiber braucht, ist ein Schulterschluss aller potenziell rettenden Kräfte. Was habe ich mit Scientology zu tun oder am Hut? Was mit all den Referenten der AZK? Genauso wenig wie etwa Sie oder die Allgäuer Ärztevereinigung. Proklamiert die AZK es denn nicht offen und laut genug, dass es sich in ihrer Koalition einzig und allein um eine Koalition gegen unterdrückte, lebenswichtige Informationen und um sonst gar nichts handelt? Welche verlogenen Stimmen reißen hier wieder einmal den wahren Sachverhalt aus seinem Zusammenhang? Ich versichere Ihnen, aus nunmehr über 30 Jahren Führungserfahrung, dass Ihr Ärzteverband keine wirkliche Zukunft hat, solange er sich nicht von all den primitiven Verdrehern scheidet, die imstande sind, solch einfache wie auch klare Statement wie dasjenige der AZK in einen völlig artfremden und feindlichen Zusammenhang zu zerren. Und das gilt für alle übrigens auch. Nicht irgendeiner der AZK-Referenten bringt mit seiner Anwesenheit seine Verbindung zu einem anderen Referenten oder etwa zu mir zum Ausdruck. Wenn dieser Tatbestand verdreht wird, gilt es, ihn klipp und klar öffentlich zu verteidigen, zu widerlegen und nicht aus geschürter Angst um die eigene Haut den Schwanz von irgendwelchen Rufmördern einzuziehen. Wenn Sie
Oder wer auch immer, gerade zum Trotz und so weiter, ich mache jetzt eine Abkürzung, es wird zu lang. Sie verkündeten einst, dass sie selbst mit dem Teufel zusammenarbeiten würden, wenn sie dadurch nur den hilflosen Kindlein und Menschen vor der Mobilfunkverseuchung sie retten könnten. Ich bedauere sehr, dass sie diese einst sicher richtige Herzensverfassung einer Aufopferung, einer Auffassung geopfert haben, die nun mehr um den eigenen guten Ruf und Namen als um die wirklich Notleidenden bekümmert ist. Sehen Sie, wir sind alle mannhaft. Wir sind alle mannhaft und keine Feiglinge. Nachdem man mich schon über 20 Jahre lang verleumderisch durch den Dreck gezogen hatte, begann ich erst mit der AZK-Arbeit. Seit jener Stunde werde ich von eben denselben Verleumdern nun auch noch mit jedem einzelnen Referenten in einen Topf gesteckt. Na und? Na und? Na und? Dürfen Männer mit so gewichtigen Aufgaben, wie wir sie haben, sich vor solch alles vergifteten Bösewichten ducken? Niemals! 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 Ich werde so lange die Wahrheit hinausschreien und verteidigen, bis dieses Lumpengesindel öffentlich Lügen gestraft ist und die betrogenen Menschen wieder klar hören und verstehen, was ihnen tatsächlich gesagt worden ist und was nicht. So ist das. Noch der Schluss dieses Briefes. Noch einmal fordere ich Sie, oder wen auch immer aus eurer Mitte dazu auf, für ihre Sache vor einem 2000-köpfigen AZK-Publikum vor laufender Kamera einzustehen. Ihr Statement muss in alle Welt hinausgehen. In diesem Fall geht es um den Mobilfunk. Bin ich persönlich davon betroffen? Ich weiß, wovon ich spreche. Also dann schreibe ich, distanzieren Sie sich dabei, wenn das Ihnen wichtig ist. Während Ihrer Rede von mir, von den übrigen AZK-Referenten, den Scientologen oder von wem immer Sie wollen, verfluchen Sie uns, wenn es denn sein muss. Vor allem Publikum, aber reden Sie. Versteht ihr, um was es geht? Reden Sie! Und verschweigen Sie nichts. Verschweigen Sie nicht vor all diesen Wahrheitssuchenden und Funkgefährden, lieben Menschen, die Wahrheit. Und dann sollte dieser Aufruf vergeblich gewesen sein, wäre ich und wir alle das wohl so hinnehmen müssen. Eines aber sollen Sie wissen, wir alle werden uns nicht weiter von Lügenmäulern tyrannisieren und trennen lassen. Alle Menschen aus allen Lagern, die unter ständigen quälenden Medienzensur leiden, werden im AZK Schulterschluss so lange Gegenstimme bieten, bis das betrogene, geschundene Volk endlich heilsam zu hören bekommt, was ihm zusteht. Denn das Volk braucht Stimme und Gegenstimme, um mündig zu werden. Amen. Das steht nicht darauf. Seht ihr, ich sage es euch Journalisten, die heute hier seid, das ist die Wahrheit über AZK. Nicht das, was ihr im Schilde führt und nachher wieder schreiben möchtet. Wir kennen euch, wir wissen, was ihr im Schilde führt, aber das hat ein Ende. Das, was hier gesagt wird, das ist längst über alle Berge, das sind Hunderttausende von Herzen hineingedrungen. Ihr könnt das nicht mehr stoppen. Die AZK ist hier, um klipp und klar zu erklären, die Zeit der alten Medien ist vorbei, es gibt neue Volksmedien, denn das Volk ist der Souverän und das Volk hat ein Recht, Stimme und Gegenstimme zu hören. Und wir sind dem Pressekodex genauso verpflichtet, wie es die Presse sein sollte. Wir verleumden niemand, wir tun niemand Unrecht und wir sagen die Dinge und wir verfolgen niemand dafür. Aber seht, wir wissen einfach aus Erfahrung, diesen Kampf, den wir kämpfen, gegen diese systematische Zerstörung, wir können ihn nur dann weiterkämpfen, wenn wir uns bewusst sind, dass man den Menschen, dem Teufel und den Medien nicht irgendetwas recht machen kann. Wisst ihr das? Man kann machen, was man will. Immer ist irgendwo einer dagegen. Man muss wissen, dass man gegen den Strom schwimmen muss. Man muss wissen, dass man immer durch Verfolgung geht, dass man immer missverstanden wird.
Schaut nur auf die letzten AZK-Konferenzen, wie sie verliefen. Was konnte man schon richtig machen? Ich habe klipp und klar AZK als hundertprozentige Infostelle ausgeschrieben. Wie ihr es heute auf dem Vorfilm gesehen habt, AZK ist nicht eine Heilsstätte. AZK ist eine Informationsstelle. Ja? Aber was macht man damit falsch? Die Leute kommen und sagen, ihr lasst uns hier einfach hängen. Wir möchten Lösungen sehen. Ja? Und darum, damit ihr Lösungen sehen könnt, dass man das sauber voneinander trennen kann, sage ich, gut, hört mal zu, letzte AZK, ihr könnt es auf dem Film nachschauen. Ich habe gesagt, mit welchem Referenten immer ihr übereinstimmen könnt. Geht mit ihm, geht mit Rauni Kilder, wie sie hieß, geht mit Joe Conrad, wenn euch das gefallen hat. Geht mit jedem einzelnen Referenten, ich habe jeden einzelnen mit Namen aufgeführt und habe gesagt, wo immer ihr euch angesprochen habt, was euch angesprochen hat, da geht, aber geht, tut etwas, ja. Und dann heißt es wieder, bei den anderen Unbefriedigten, das war jetzt sektierisch, oder? Jetzt hat der Joe Conrad letztes Mal ein bisschen meditiert mit uns, jetzt war das schon wieder sektierisch. Die einen schreien nach Lösungen, beginnt einer gegen die Spielregeln Lösungen zu bringen, dann ist das schon wieder sektierisch. Und wenn ich als Ivo Sasek, als Gründer der AZK, dann nebenbei erwähne, dass ich auch Gründer der OCG bin, dass man auch in der OCG Lösungen anbietet, dann habe ich wieder OCG-Propaganda betrieben an der AZK. Versteht ihr? Man kann nichts richtig machen. Man kann wirklich nichts richtig machen. Das ist so in der Welt. Ja? Doch ich werde nicht davon ablassen, weiter das zu offerieren. Man sagt mir seit Jahren nach, ich sei ein Sektierer, ja, ich sei ein Sektenboss, ja, ich würde mit niemandem zusammenarbeiten. Nun, da habt ihr den Beweis. Arbeite ich nicht mit diesen Männern zusammen, ich arbeite mit Scientology, ich arbeite mit all diesen Männern, die hier unten sind, nicht weil ich Scientologe wäre, sondern weil ich einen Sinn habe für Gerechtigkeit. Der Mann hat ein Recht zu sprechen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ich bin bereit, auch meine Feinde zu rehabilitieren, wenn ich ihnen Unrecht getan habe. Wisst ihr das? Ich werde durch kaum jemand mehr durch den Dreck gezogen als durch die Medienmenschen, ja? Wenn ich einen Namen wie Hugo Stamm nehme oder Otto Schmidt nehme, wenn du willst, ja? Bist du da? Egal, wer es ist, verstehst du? Wenn ein Hugo Stamm, der mir so viel Nachteil im Leben gebracht hat, er meint das gut, das weiß ich doch, er möchte auch nur das Gute, ja? Aber wenn ihm etwas Unrechtes widerfährt, möchte ich bereit sein, diesen Mann zu verteidigen, verstehst du, auch wenn er mir das halbe Leben ruiniert hat, wenn er mir Millionen von Schädigungen eingebracht hat insgesamt, ich kann gar nicht aufzählen, was für Schäden entstanden sind, ich wäre bereit, diesen Mann hier vorne vor euch zu verteidigen, wenn ich sehe, dem Mann wird Unrecht getan. Hey. Freund und Feind. Freund und Feind wird hier verteidigt. Es geht um die Sache des Rechts und nicht um die Sache meiner Einstellung. Und ich werde nicht aufhören, dazu mich zu stellen, dass ich auch Gründer der OCG bin. So wie ich Ihnen sage, wer sich da irgendwo heute wieder angesprochen fühlt, wählt euren Weg. Aber um alles in der Welt kommt mir niemand in die OCG, der nicht 100% weiß, dass er dahin gehört. Ihr müsst selber spüren, wo ihr hingehört. Es gibt nichts Dümmeres, als wenn du in der falschen Truppe drin stehst. Du musst dort kämpfen, wo du dein Herz hast. Ja? Und wir sagen mit all dem, ich betone es wieder, wir sagen nicht, dass ihr hier einfach nur die Wahrheit hört. Wir sagen einfach, ihr hört Stimme. Die habt ihr schon überall gehört. Stimmen habt ihr gehört in den Medien und jahrzehntelang genug. Aber hier hört ihr die Gegenstimme. Ob die richtig ist oder falsch, ist nicht meine Sache zu beurteilen. Ihr habt das Recht, sie zu hören. Und ihr werdet selber auf euer Herz hören. Und euer Herz wird euch sagen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich bin überzeugt davon. Jeder Mensch hat das in die Krippe bekommen. So groß ist unser Gott, so groß ist unsere Schöpfung, dass sie das uns angelegt hat, dass du ein Sicherheitsmodul hast da drin, ein Navigationssystem des inneren Friedens, wo du weißt, was Sache ist, was richtig und falsch ist. Du kannst es wissen, wer auch immer hier drin ist, aber du musst es hören. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte nochmal sagen, warum treten Menschen zurück bei so einer Veranstaltung, wenn es doch um jetzt unzensiertes Hören geht. Sag mir, ist es etwas Normales? Würde auch irgendein Mensch einen Gerichtssaal verlassen, nur weil der Angeklagte aufsteht, um seine Verteidigung anzusetzen? Sag, würde das irgendein Mensch machen, normal denkender Mensch? Kein Mensch würde da den Gerichtssaal verlassen. Da wird es ja erst interessant.
Warum verlassen all diese Menschen jetzt mit Doktortiteln vornehmlich, also einzig möchte ich sagen, warum haben sie das verlassen? Ich sag's euch, es war nur die Furcht um den eigenen guten Ruf. Es war die Furcht vor dem, was andere Menschen über sie sagen und denken könnten. Ja? Der eigene Titel, der persönliche Vorteil, das eigenpersönliche Leben, ich sage euch einfach zum Schluss, bevor ich jetzt zum ersten Referenten komme, wenn ihr den Kampf gegen die systematische Zerstörung verlieren möchten, die systematische Zerstörung unserer Gesundheit, wenn wir den Kampf verlieren möchten gegen die systematische Zerstörung unserer Freiheit, Zerstörung der Gerechtigkeit, Zerstörung des Wohlstandes oder letztlich auch unserer ganzen Nationalität, wenn wir den Kampf verlieren möchten, dann lasst uns nur so weitermachen. Das sind die Gründe, warum wir verlieren werden. Wir selber sind die Gründe, weil wir nicht mannhaft genug sind, hinzustehen und zu sagen, wo es lang geht. Wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht, da gibt es keine Schranke, gibt es keine andere Verpflichtung als das, was der Pressekodex vorschreibt. Der Hörende des Unrechts hat sich nicht zu schonen. Er darf sich nicht schonen. Wer wirklich der Wahrheit verpflichtet ist, der hat sie zu sagen. Aber in aller Liebe, wenn es irgendwie möglich ist, nicht so rumschreien wie ich heute, oder? Hey, ich habe das gut gemeint, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Aber es ist einfach etwas Ärgerliches, wenn Leute über Jahrzehnte hinweg Triumphe feiern, nur weil sie ein freches Maul haben. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Also werden wir auch mal deutlich und sagen, es ist fertig damit. Ja? Gut, jetzt müssen wir...